Die meisten Menschen geben sich in ihrem Leben ja mit einem Beruf zufrieden. Diese Frau hier verkörpert genau das Gegenteil. In ihren gerade mal 40 Lebensjahren hat sie schon als Reittrainerin gearbeitet, als Heilpraktikerin, als Musikerin, als Schriftstellerin. Und nun kommt noch ein weiteres Betätigungsfeld dazu. In der Nähe von Rostock züchtet sie jetzt Schoßhunde. Mit diesem Rudel russischer Schoßhündchen teilt sie sich das alte Jagdhaus in Suko. Antonia Katharina Tesno. Sie ist freiberuflich, arbeitet als Musikerin, Malerin und Schriftstellerin. Vor allem Romane hat sie bisher geschrieben. Ihr neuestes Buch, ein Hunderatgeber. Bolonka Zwetna heißt er, wie ihre Hunderasse. Wie bekomme ich den kleinen Stuben rein? Die Antwort ist ganz einfach. Mit sanfter Konsequenz. Beginnen Sie, den Welpen alle 2 Stunden vor die Tür zu setzen bzw. mit ihm rauszugehen. Nach Möglichkeit auch nachts. Hier ist das oberste Gebot, nicht aggressiv werden, nicht schlagen. Schimpfen Sie mit dem Kleinen, setzen ihn sofort raus, wenn ein Unglück passiert und loben Sie ihn jedes Mal, wenn er draußen seine Geschäfte verrichtet. Na, was ist los, Schatz? Allerdings ist das Buch kein reiner Ratgeber, wie sie sagt, eher eine Liebeserklärung an diese Hunderasse. Seit 2 Jahren züchtet sie die. Der Napf für die Babys, der darf nicht zu tief sein, weil die können das Gleichgewicht noch nicht halten. Und dann kann es sein, dass die reinstupsen mit ihrer Nase und keine Luft mehr kriegen. Lass den abkühlen. Ihre Jüngsten sind gerade mal 4 Wochen alt. Na, du bist ja schon wach, meine Kleine. Ein großer Wurf diesmal. 6 Welpen, normal sind 4. Deshalb muss sie auch zufüttern. Es war reiner Zufall, dass ich durch eine Anzeige einen Kleinhund gefunden habe. Ich wollte einfach nur einen Kleinhund und das war der Bolonka. Und als ich erfahren habe, dass die Rasse nicht hart und nicht riecht und ich meine erste Hündin auch gesehen habe, wusste ich ganz genau, das ist meine Hunderasse. Fast alle Welpen sind schon vergeben. 900 Euro mindestens muss man für einen Bolonka mit Stammbuch bezahlen. 555 hat auch zugenommen. Das ist mein A-Wurf. Bleib mal hier drin. Das ist der kleine Armin. Armin heißt der Vertrauenswürdige. Der kleine Süße, auch ein kleiner Junge, wurde bestellt von einem Yoga-Zentrum in Österreich. Und die haben den genommen, weil der hat hier wie ein kleines indisches Bindi eine Zeichnung auf der Stirn. Vor 100 Jahren gab es Bolonkas nur in Russland, Mitte der 80er auch in der DDR. Über die Historie der Tiere schreibt sie, wie man sie hält und dass man sie richtig frisieren muss. Das Fell der Bolonkas ist sehr pflegeintensiv. Darum habe ich dem auch ein ganzes Kapitel in diesem Buch gewidmet. Die verfilzen unheimlich schnell und wenn man die nicht regelmäßig schneidet, wächst das Fell bis ins Unendliche. Das wird jetzt der Frühlingsblick. In der Hoffnung, dass der Frühling auch bald kommt. 3000 Mal hat Antonia Katharina Tesno ihr Bolonka-Buch schon verkauft. Und weil sie damit so erfolgreich ist, bleibt sie beim Thema Hunde. Künftig will sie jedes Jahr einen Terminplaner mit Artikeln über Kleinhunde und mit Hundehoroskopen herausbringen.